So, dann gehen wir mal in die Höhle und machen mal einen harten Fight in der Höhle, wa? Würde ich mal sagen, so, erstmal einen Heiltrank trinken. So. Bleibt in meiner Nähe und tut, was ich euch sage. Nun, was haben wir denn hier? Schon mal, guck mal, immerhin haben wir hier schon mal einen blauen Helm gehabt. Also, das war jetzt, das ist schon mal geil, ey. Ohne Witz. Ach, Volltreffer, Blutresistenz und Giftresistenz. Ja, nice. Erste blaues Item. Wie geil, Alter. Kurz hier gleich erst mal blaues Item gefunden. Geil. Ah, ja. Das weckt Erinnerungen. Die Halle der Briganten hat sich ihren Namen redlich verdient. Sie ist ein berüchtigtes Diebesversteck. Der Weg vor uns wird voller Fallen sein. Hinter dieser Tür dort müsst ihr bei jedem Schritt vorsichtig sein. Was ist jetzt? Als erstes müssen wir diese Tür dort drüben aufbekommen. Ah, lasst mich kurz nachdenken. Halle der Briganten. Ich selbst habe Nera Rothand aus diesen Höhlen gejagt. Das ist Jahre her. Und davor hatte sich Tine Delfrig, Garedrill, vorgeknöpft. Irgendein Beutelschneider versucht immer, sich in der Halle der Briganten einen Namen zu machen. Ja, dann sollen die sich doch alle einigen. Also, wie war nochmal der Trick bei dieser Tür? Es war kein Schlüssel. Ja, richtig, raffiniertes kleines Ding. Kommt schon, bewegt euch! Okay. Ach so, aber Gott sei Dank, bin ich jetzt alleine und seid allein gelassen? Hier sind die meisten Fallen. Ups. Gehen wir schön langsam. Ich sehe sie ja hier auf dem Boden. Die Pilze mal mitnehmen. So, immer schön vorsichtig. Rechts und links laufen. Gucken. Nicht, dass wir hier noch irgendwelche anderen Fallen haben. Ihr geht außen herum und betätigt den Hebel auf der anderen Seite. Und nehmt euch vor den Fallen in Acht. Ja, alles easy. Ich sehe sie doch hier da. Hä, ich bin doch außen rum gel... Hä? Ja, okay. Da waren sogar noch ein paar Bären fallen. Okay, vorsichtig. Okay. Hey! Ernst? Oh, Alter. Oh, seht ihr das hier auf dem Boden? Alter. Ja, die habe ich echt übersehen. Wow! Ich wusste nicht, wie man rüberspringt, aber wir haben einfach rüber durchgerollt, ey. Nice. So. Komm rein. Und weiter geht's. Vorsichtig, hier sind Fallen, Mann. Ja, er rennt hier immer so. Lololo, als wären hier gar. Als wüsste er schon, dass hier keine Falle ist. Okay, irgendwas hat diese. Seht ihr die Leichen da vorne? Das sind vermutlich Diebe. Sieht aus, als hätten die Niskaro sie erwischt. Komm, dann kämpfen wir wie Männer. So, immer schon. Dieser Ort hat schon immer Diebe angelockt. Und jetzt sind sie tot. Und stattdessen haben wir hier Niskaro. Aber warum? Das ist die Frage. Von jetzt an übernehmt ihr die Führung. Ich muss nachdenken. Was jetzt? Wir durchkämmen jeden Winkel dieser Höhlen und finden heraus, wo diese Niskaru herkommen. Und dann machen wir der Sache mit unseren Schwertern ein Ende. Diebe? Arme Kerle. Hat es irgendjemand verdient, so zu enden? Nun ja, einige schon. Aber nicht meine Söldlinge. Was sind Niskaru? Sie sind ebenso bösartig und tödlich, wie die alten Geschichten besagen. Kein Wunder, dass wir sie bis zum Ende der Welt gejagt haben. Gehen wir weiter. Nee, wir gehen erstmal looten. Das ist auch immer wichtig. Wir müssen ja gucken. Gold, Waffen. Ich finde ja immer irgendwas.
ja, was Gutes halt auch, ne? Also, wenn ich hier gucke, guck mal hier, primäre Eisendolche wiedergefunden, die man verkaufen kann. Hier wieder Lederhandschuhe. Man findet immer irgendwas Geiles. Einfach, man kann immer schön looten hier vor. Geh mal weg. Wie viele Dietriche habe ich denn? 8 mittlerweile. Ja, dann probieren wir doch mal unser Glück. Okay. Das Problem ist, wenn man einmal falsch macht, ist das Dietrich-Ding sofort kaputt. Das ist so lächerlich. Das ist nur so. Ja, dieses Dietrich-Ding, das ist nicht so gut gelöst hier. Naja. Sorry, aber das mit dem Dietrichen da. Na, das ist leider nicht so gut umgesetzt, muss ich leider auch mal sagen. Okay, was haben wir hier? Primäre Tardolche, primäre Eisenhammer, alles mitnehmen. So, Inventar, Waffen. So, wir haben hier zum Beispiel die Dolche, das sind die, die ich habe. Die machen 10 Schaden, die haben wir 8, die machen 16. Ja, dann nehmen wir natürlich die und dann kommen die zum Plunder hinzufügen. So, welchen nehmen wir hier? Nehmen wir den da unten, der auch zum Plunder. Mit sowas werde ich nie spielen, deswegen auch zum Plunder. So, sekundär haben wir nichts drin, brauchen wir auch eigentlich nichts. Rüstung. Da habe ich die, habe ich ausgerüstet, ne? Genau, die hat 5 Rüstung noch. Guck mal, die hat 5 Rüstung, die hat 5 Leben, hat aber auch eine, die hat noch eine Fassung. Nehmen wir die zum Plunder hinzufügen. So, das ist glaube ich eher so Magierkrempel. Ja, die habe ich ausgerüstet. Die können dann weg. Die ebenfalls. Und die auch. So, haben wir das auch erledigt. Weiter im Takt. So. Ja, bin ja gespannt, was uns hier erwartet. Was für ein Bossfight in der Höhle. Ja, klar haben es die Diebe jetzt nicht verdient, unbedingt zu sterben. Aber leben müssen die Diebe jetzt ja auch eigentlich nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Guck mal, hier sieht man wieder die schönen Bärenfallen gerade, die sind relativ. Sein Ernst? Er labert bei mir. Ja, pass auf, die Fallen auf. Ihr werdet einen guten Schildverpflichteten abgeben, wenn das alles vorüber ist. Ohne Witz, Leute, er erzählt was von. Ja, pass auf, die Fallen auf eines und läuft Tages, selber voll in rein. In vielen, vielen Jahren werden wir beide das Glas erheben und auf die seltsame Geschichte trinken, wie ihr euch euren Rang erworben habt. Oh, hier wird's lang. Jetzt wird's langsam noch mal ein bisschen interessanter mit dem Loot auch. So blaue Items und sowas. Das ist schon geil. Das ist wieder so ein richtiges Gefühl. Ja, wenn man hier guckt, die haben 5 Volltreffer, 5 Rüstung, 5 Volltreffer und nochmal Giftresistenz. Zack, auf jeden Fall. Die gleich zum Plunder hinzufügen. Die ist eher so für Magier. Egal. Die Robe auch. Die gleich. Damit, weil ihr könnt den Plunder nämlich immer direkt gleich mit einem Schlag verkaufen. Oh, Handschuhe. Oh ja, ey. Hier findet Items über Items. Man will einfach wissen. Ist es jetzt besser? Werden wir jetzt stärker? Nee, werden wir nicht. Okay, macht nichts. So. Da hinten ist Magie auf jeden Fall am Spiel. Was ist das denn? Verdammte Magier! Und nicht von Balans Testament? Sie müssen diejenigen sein, die hinter diesen Niskaru stecken. Und das bedeutet, sie haben das Blut von Kriegsgeweihten an ihren Händen. Hinter den Niskaru? Der kürzeste Weg zu einem Niskaru ist Chaosmagie. Mächtige Chaosmagie. Und wie verhindert man, dass er sich umdreht und einen zerfleischt? Mit noch mächtigerer Magie. Balans Testament? Todesanbeter. Sie sind ein übler Haufen, nicht ganz richtig im Kopf. Sie könnten versuchen, einen Niskaru zu beschwören, aber das hier sieht ihnen nicht ähnlich. Das würden nicht einmal sie tun. Ja, aber anscheinend tun sie es, sonst würde das nicht so aussehen. Dann stirb! Attacke! Tragen wir es aus! Nein!
Die Barrieren! Na! Ah. Ja, stimmt, ich hätte die alle töten müssen, ne? Oh, Langschwert des Adalastes. Herz von Sibun, oh mein Gott, ey, ich hab meinen eigenen. Ups, das mal ausmachen. Oh, Scheiße, ey. Unser besten Mann hier auch noch verloren, ey. Wie soll ich denen das denn erklären? Oh! Alter! Ah, jetzt hab ich's. Ah, jetzt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also Fallen haben die echt gute. Mitnehmen. Zack, 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 Digga. Ja gut, das Vieh ist da am Kämpfen, aber das heißt ja nicht, dass ich ihn nicht kriege. Ja, zack, zack. Beste Kombo. Und jetzt seid ihr drei dran. Fuck, da war eine Mine. Kurz und zurück. Und ein Trank. So. Mitnehmen. Upsala. Ein Schwarz nach vorne. Auch mitnehmen. Schutzbandzauber. Automatisch versuchen. Bannen. Ja, ich hab. Das habe ich immer noch nicht so ganz raus. Drücke, während sich der Cursor auf den dunklen. Befindet, explodiert der Schutz. Drückst du, während sich der Cursor auf einen dunklen Siegel befindet, explodiert der Schutzzauber. Ah. Drücke R für einen Heiltrank. Oh, naja, immerhin, wir sind zwar in die Luft geflogen. Aber konnten dank dem neue Dolche mitnehmen, auf alle Fälle. Und gut, die Rüstung, die können wir gleich mal plündern. Die habe ich angelegt. Die bietet, da bietet mir die angelegte immer noch mehr. So, aber unter den Waffen habe ich gesehen, wir haben jetzt hier 16, da haben wir 20. Da ist natürlich schon nice auf jeden Fall. Plunder, Plunder. Ja, es sind 5. 5 Sekunden lang 5 Blutungsschaden ist eigentlich schon nice, aber Plunder. Plunder. So. Gucken wir mal weiter. Da ist noch eine. Wir werden jetzt gleich wieder eine Runde wegfliegen. Schafft das man nicht. Ah, jetzt werde ich verflucht. Oh, ein Band des Reisenden, immerhin. Inter Accessoires. 7 Leben, einmal am Schlösser knacken, plus 1 im Verstohlenheit. Ja, sowieso geil. Wir sind ein Epic, Alter. Ey, wie viel Glück man hat. Geil. Einfach nur geil. So, mal aufpassen hier. Bei Telogros, bei den Winden der schwarzen Tiefen. Tretet hervor. Tretet hervor. Irgendwas beschwört er. Wer wagt es?
Wir sind die Falangi und niemand wird sich uns in den Weg stellen. Sollte sich selber mal mich nicht nerven. Ja, meine Macht ist. Oh, wieder ein blauer Helm. Dietriche können wir auch gebrauchen. Ey, was es hier einfach so gibt, ne? So. Das noch mitnehmen. Aufpassen. Nicht, dass da jetzt wieder irgendwie so eine Mine gleich drunter liegt. Du hast nur noch wenig Mana. Mana regeneriert sich im Laufe der Zeit. Ja, ich weiß. Kann sich aber auch regenerieren, wenn wir einfach hier auf Konsumgüter gehen und einfach gucken. So, dann einmal wieder raus.